Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wir alle sind auf andere Menschen angewiesen. Wir alle leben mit anderen Menschen zusammen in unserer Umgebung, teilen Freud und Leid, freuen uns an den anderen, sind auch genervt von ihnen. All das gehört zum Leben dazu. Doch wie oft drücken wir im Alltag aus, dass wir dankbar für andere sind? Also nicht nur am Geburtstag, am Namenstag, am Hochzeitstag oder sonst wann, sondern wirklich einfach zwischendurch. Es ist gut, dass du da bist. Danke für deine Begleitung durch mein Leben oder wie auch immer. Paulus sagt es einmal so: Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Er drückt das aus, was in seinem Herz vorgeht. Ich danke für euch. Ich danke Gott für euch. Und ich bin dankbar, dass ihr in meinem Leben seid, dass ihr ein Teil meines Lebens seid und zu mir gehört. Das kann ein aufbauender Moment mitten im Alltag sein. Sagen wir so zueinander. Nehmen wir dieses Wort auch auf unsere Lippen und lassen wir unser Herz zu denen sprechen, die wir eigentlich lieben und denen wir es viel zu selten sagen. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit des Gebetes. Beten wir für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Beten wir für die, die unseren Alltag mit uns teilen, uns begleiten und immer da sind, wenn wir sie brauchen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, an diesem Abend wollen wir besonders an die denken, die unser Leben begleiten und bereichern, die für uns da sind und mit uns den Weg des Lebens gehen. Schenke uns eine ruhige Nacht und hilf uns und allen, die uns am Herzen liegen, morgen in einen neuen Tag zu gehen und dir zu danken und diesen Dank auch auszudrücken denen gegenüber, die wir lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.